Sie stehen für Glanz und Ruhm, für Macht und Krieg. Mitteldeutschlands Schlösser und Burgen. Was geschah in Gemächern und Verliesen? Welche Geheimnisse bergen sie? Na, neugierig geworden? Na, dann folgen Sie mir. Hoch! Legt an! Oh, das gefällt mir gut, meine Damen und Herren. Daran könnte ich mich gewöhnen. 6 Männer, die prompt das tun, was ich sage. Das ist heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so unrealistisch, historisch betrachtet, aber völlig undenkbar. Frauen in Uniform. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, das Füsilierbataillon Schwarzburg-Sondershausen 1866 und Dienstherr der Jungs und heute Mädels war damals der Fürst Günther Friedrich Karl II. Ja, einer der vielen Regenten hier in der Residenz- und Garnisonsstadt Sondershausen. Gebt Feuer! Gewehr ab! Bis heute ist Sondershausen Garnisonsstadt. Bekannt wurde das Städtchen in Nordthüringen allerdings durch die Kaliindustrie. Markantes Wahrzeichen, der Petersschacht. Wesentlich älter ist aber das Schloss. Über 500 Jahre war es Familienbesitz der Grafen und Fürsten von Schwarzburg. Eine der ältesten und zeitweise sogar mächtigsten Dynastien in Thüringen. Anfang des 14. Jahrhunderts waren sie sogar mal König. 115 Tage regierte König Günther der 21. Dann starb er. Aber warum? Man hatte damals immer sehr schnell das Argument Vergiftung zur Hand. Und so wurde auch unterstellt, dass Karl IV. Seinen Gegenspieler vergiftet habe. Die heutige Deutung ist, dass er also an den Folgen der Pest verstorben ist. Also doch kein Mord und Totschlag im Hause Schwarzburg. Auch wenn die königliche Amtszeit seinerzeit nur kurz war, alle nachfolgenden Generationen profitierten davon. Über Jahrhunderte konnte sich die Familiendynastie behaupten und alle haben ihre Spuren hinterlassen. Graf Günther der 40. zum Beispiel. Günther war ja nicht nur ein stattlicher, sondern auch ein kluger Mann. Er festigte die Stellung der Schwarzburger im Reich und er baute die einstige Burg zu einem schnuckeligen Renaissance-Schloss aus und um. Nee, nicht klein, aber fein, sondern groß und repräsentativ sollte die Residenz für seine Lieben sein. Und daran hielten auch die Grafen und Fürsten nach ihm fest. So entstand über die Jahrhunderte ein stattliches Anwesen, der größte und bedeutendste Schlosskomplex Nordthüringens. Ein herrschaftliches Ensemble, das Baustile aus 6 Epochen vereint. Dreh- und Angelpunkt der unregelmäßigen Vierflügelanlage ist der Mittelalterturm. Einzigartig in diesem ältesten Teil des Schlosses das Gewölbe am Wendelstein. Die Renaissance lässt grüßen. Ja, unter diesem üppigen Stuck hat bis 1951 die letzte Fürstin der Schwarzburger Dynastie gelebt. Naja, Sie haben richtig gehört. Sondershausen hatte bis 1951 eine Fürstin. Also vielleicht nicht offiziell, aber de facto stimmte es. Und die letzten Lebensjahre der Anna Luise sind vielleicht eine ungewöhnliche, aber eine wahre Nachkriegsgeschichte. Fürstin Anna Luise war 75, als Sondershausen 1945 bombardiert wurde. Nach dem Kriegsende übernahm die sowjetische Militäradministration die Stadt. Chef war der Generalmajor Iwan Sosunowitsch Kolesnitschenko. Er gewährte der Fürstin in ihrem Schloss ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Als Grund würde ich annehmen, ist einmal ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus zu sehen. Also sie ist ja 1940 quasi über Nacht von der Schwarzburg entfernt worden, sollte Reichsgästehaus werden und ihre Wohnung war sozusagen, wurde gebraucht. Das hat ihr Verhältnis eben, denke ich, zu einem Distanzierten werden lassen. Zum Zweiten war sie sehr engagiert im sozialen und humanitären Bereich. Sie hat Familien geholfen, in Sondershausen insbesondere nach der Bombardierung, die Wohnung brauchten, die Dinge des täglichen Lebens benötigten. Das hat sie also sehr großzügig ausgeteilt und verschenkt. Und dann wird ihr nachgesagt, dass sie dem Widerstand, der Widerstandsgruppe gegen Stauffenberg nahestand, involviert war.
Das ist zwar nicht 100% zu belegen, aber klar ist, dass Leute aus ihrem Umfeld beteiligt waren. Ihr Gatte, Fürst Günther Viktor, erlebte diese Zeit in Sondershausen nicht mehr. Er starb bereits 1925, nur 7 Jahre nach dem Ende der Monarchie. Und weil die Ehe kinderlos blieb, lebte Anna-Luise alleine in Sondershausen. Sie war eine sichtbare Person. Sie ging im Park spazieren, traf dort natürlich auf die Leute. Der Park war öffentlich, also nicht abgegrenzt für die Fürstley-Familie. Ja, aber ich denke mal, einkaufen und so etwas, was man sich vielleicht vorstellt, das ist nicht passiert. Das hat sie sich liefern lassen. Anna-Luise war zwar allein, aber nicht einsam. Immer waren 1, 2 Hofdamen um sie herum. Einmal Fürstin, immer Fürstin. Auch architektonisch hat das letzte Fürstenpaar im und am Schloss seine Spuren hinterlassen. Dieser Galeriegang zum Beispiel, der wurde auf Wunsch von Anna-Luise angebaut. Sozusagen als Verbindung zwischen dem alten Nord- und Südflügel. Gegenüber im Westflügel liegt der Blaue Saal, entstanden im späten 18. Jahrhundert. Es war die Zeit des Rokoko. Geschaffen zum Repräsentieren und natürlich in den Farben der Schwarzburger, in Blau und Weiß. Um 1697 wurde das Renaissance-Schloss barock überbaut, gut sichtbar im Riesensaal. Beeindruckend die Kassettendecke und darunter der aus klassizistischen Zeiten stammende Bösendorfer Flügel. Es heißt, Franz Liszt habe hier gern und viel improvisiert. Der Meister ging im Hause Schwarzburg-Sondershausen gewissermaßen ein und aus. Heute wird der Riesensaal zu Proben und Veranstaltungen genutzt, aber auch zu barocken Tanzspielen. Immer Donnerstag trifft sich im Südflügel die historische Tanzgruppe. 12 Enthusiasten hat Hannelore Kutscher um sich geschart. Geprobt wird natürlich in zeitgemäßer Kleidung. Man läuft gerade. Man latscht nicht mehr. Man kriegt nicht mehr so viel Luft. Danke, Monsieur. Die Uhr verschwindet. Ja, die Uhren gab es damals nämlich noch nicht. Ganz kess, ja. Schick. Super. Einziger Mann in der Runde ist Ronald Axt. Ehefrau Diana kümmert sich um sein Outfit. Was reizt die beiden am Barock? Unsere Tochter hat viele Jahre hier mit getanzt und ist dann zum Studium gegangen und hat immer gesagt, Mama, Papa, ihr müsst da mal mitmachen. Und da über Jahre hat die uns da bearbeitet, bis wir dann gesagt haben, probieren wir es doch mal. Ja, es macht jedenfalls einen Heidenspaß. Ja. Seit 4 Jahren ist das Ehepaar dabei. Eine galante Auszeit vom Alltag. Deswegen hatte man früher auch breitere Türen. Ihr Vorteil, sie können auch zu Hause üben und avancieren inzwischen zu Meisterschülern. Geprobt wird für das alljährliche Residenzfest. Seit Wochen feilen sie am Programm und an der Choreografie. Die Tanzschritte, die sitzen inzwischen. Dafür ist ein anderes Malheur passiert. Das ist der Knopf abgesprungen und die Schneiderin hat ihn eingesteckt. Und jetzt haben wir es vergessen. So geht's vielleicht, ne? Also jetzt Luft anhalten, Anspannung. Und achtet schön drauf, dass ihr nicht zu schnell werdet beim Auswenden. Guckt nach den anderen, dass es synchron bleibt. Ja? Okay. Natürlich streben sie nach Perfektion, aber zuallererst ist es für alle ein Hobby. Dieser Frohsinn und diese Leichtigkeit, und wir spüren das ja auch bei den Proben, ich kriege das auch immer wieder als Feedback. Sie sind fix und fertig nach der Arbeit, aber nach der Probe geht es ihnen besser. Was so eine Zeitreise in den Barock alles bewirken kann? Das Reich der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen war relativ klein. Und trotzdem musste man natürlich repräsentieren. Die Herrschaften reisten nicht einfach so mit einer Kutsche durchs kleine Ländle. Nein, mit einer Staatskarosse. Besser gesagt, mit einem Thron auf 4 Rädern. Voilà. Was für ein Prunkstück, die goldene Kutsche von Sondershausen. Gebaut 1710 in Paris. Ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, eben eine Grand Carrosse. Außerdem einzigartig und deshalb steht sie auch hinter Glas. Vergleichbare Prachtexemplare, die gibt es nur noch in St. Petersburg, in Lissabon und in Stockholm.
Gezogen wurde sie von 6 stolzen Pferden. 6 Späne, auch ein Privileg für die Fürsten. Ja, fahren ist ja leider nicht mehr und auch nicht mehr füttern, aber das Staunen über die Handwerkskunst von einst und das Geschick der Restauratoren von heute. Armin Bernhard ist einer der wenigen, die ganz nah an die goldene Kutsche heran dürfen. Er gehörte zum Expertenteam, das Mitte der 90er Jahre die Staatskarosse der Schwarzburger restauriert hat. Regelmäßig kommt der Lederrestaurator nach Sondershausen, um den Zustand der Kutsche zu prüfen. Die neuralgischen Punkte sind im Prinzip die Geschirre, weil im Leder entstehen noch Ausblühungen, weil diese Ledergeschirre wurden vor vielen Jahren mal mit einem säurehaltigen Pflegemittel behandelt. Und dieses Pflegemittel ist im Leder drin und wirkt nach. Und zwar immer an den Kontaktstellen zwischen der Bronze und der vergoldeten Bronze und dem Leder. Akribisch und behutsam beseitigt er jeden Millimeter Grünspan. Über 700 Stunden hat er seinerzeit an der Restaurierung der Geschirre gearbeitet. Die letzte Ausfahrt der Kutsche fand 1921 statt. Danach war sie nur noch Museumsstück. Zuletzt stand das Gefährt im sogenannten Teezimmer. Schon aus statischen Gründen konnte das Schwergewicht dort nicht bleiben. Es folgte die Demontage. Ein heikler Moment. Man musste im Prinzip die Gondel umlegen, dass man das wieder stabilisieren kann. Es gab noch ein Geräusch, so als würde sie kurz ächzen, als würde das ganz langsam nach unten bewegt haben und dann lag die Kabine, die Gondel lag dann so da, dass man dran arbeiten konnte. In der Hofkapelle wurden die Einzelteile der Kutsche gewissermaßen aufgebahrt. Glas, Holz, Metall und Textilfachleute arbeiteten Hand in Hand. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Fehlende Stoffteile wurden in Lyon aufwendig nachgewebt. Aufwendig auch die Restaurierung des Kutschendachs. Man muss das Dach so abstellen können, dass man dann daran arbeiten kann. Es darf also nicht aufgelegt werden. Und dieser Einfall, dass man das mit langen Stäben aufständern kann, und zwar, dass man durch die Bohrungen geht, die diese Ablicken, diese Vasen, die sind durchgebohrt. Da kann man durchgehen und kann das sozusagen im Gestell draus entstehen lassen und dann steht das auf 4 Stelzen und dann kann man dran arbeiten. Demontage und Restaurierung waren zeitaufwendig und kostenintensiv. Was danach kam, war vor allem nervenaufreibend. Wir hatten nach der Demontage und nach dem Restaurieren hatten wir ein Hauptproblem. Und zwar, diese Gondel besteht aus 2 Teilen. Diese wurde mal zersägt, die Kabine. Und dieses größere Teil durch die engste Tür, die engste Stelle im Schloss zu bringen. Es wurde ein Dummy gebaut aus Holz. Und der Dummy ging nicht durch. Es fehlten irgendwo 2-3 Zentimeter an jeder Seite. Jedenfalls irgendwann am nächsten Tag sagte der Holzrestaurator, ich habe die Verpackung dazu gerechnet. Es müsste ohne Verpackung gehen. Also haben wir dieses größere Teil, das vordere, nicht verpackt, sondern nur auf Decken transportiert. Und an dieser Tür dann haben wir es nur noch hindurch geschoben, labiert, wenn man so will, gedreht und es ging durch und es war wirklich ein Zentimeter Platz. Seit 1999 steht die Staatskarosse in voller Schönheit in der Remise, wohl klimatisiert. Bleibt die Frage, welcher Fürst das Goldstück tatsächlich angeschafft hat. Wer verbirgt sich hinter diesen Initialen? Fürst Heinrich hat seine Initialen auf der Kutsche verewigt, sodass man davon ausgehen kann, dass er es als sein Eigentum betrachtet. Das sagt aber nichts darüber aus, ob er die Kutsche angeschafft hat oder ob er sie nicht geerbt hat. Auch das ist vorstellbar. Wenn man sich das Modell anschaut, ist es eigentlich zur Regierungszeit Heinrichs schon sehr aus der Mode. Zum weitläufigen Schlossensemble gehören auch der Marstall und das Achteckhaus. Letzteres ein architektonisches Kuriosum, gebaut zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Lust- und Vergnügungspavillon. Hier drin befand sich ein Karussell, was von Pferden bewegt wurde. Wäre ja gerne eine Runde mitgefahren, ist aber nicht mehr. Wir können froh sein, dass das Haus überhaupt noch steht. Für 12 Millionen Euro hat die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten dieses Häuschen vorm Einstürzen gerettet. Und ich finde, es ist gut gelungen.
das Achteckhaus, ein Augen- und Ohrenschmaus. Denn heute wird es vor allem als Konzert- und Probensaal genutzt. Meine Damen und Herren, das sind die Momente, wo ich immer wieder feststelle, wie sehr ich meinen Beruf liebe, wenn man vor so ein wunderbares Orchester treten darf. Das ist nämlich, wenn ich Ihnen vorstellen darf, das traditionelle Loh-Orchester, was, ich glaube, schon vor weit über 400 Jahren gegründet wurde. Sie so, gerade letztes Jahr wurde 400? Entdeckt, dass im Jahr 1619 der erste Musiker auf einer Gehaltsliste des Sodershäuser Fürsten stand. Also so alt sind wir schon, beinahe 400 Jahre. Kennt man auch das Gehalt von damals? Besser nicht. Er muss es wissen, er ist nämlich der momentan amtierende Dirigent dieses Orchesters, Herr Frank. Und ich störe gerade mitten in der Probe, ne? Wir wollen gerade eine Generalprobe machen für ein Loh-Konzert, was heute Abend hier stattfindet. Okay, aber darf ich vielleicht noch zwei, drei Fragen vorher stellen? Ja. Der wievielte Dirigent sind Sie hier eigentlich? Ich meine, 400 Jahre dürften Sie jetzt auch nicht hingekriegt haben. Ich habe nachgezählt, es gibt so eine ganz große Liste. Ich bin Nummer 42, der 42. Hofkapellmeister, heute heißt es Generalmusikdirektor des Loh-Orchesters. Und vielleicht können Sie schon mal ein bisschen mit Namen um sich werfen. Wer hat denn hier schon alles gestanden? Also mein berühmtester Vorgänger war Nummer 17, Max Bruch. Ach guck. Max Bruch war hier Chef des Orchesters. Was wird es heute Abend geben? Wir haben heute Abend ein sehr buntes Programm von George Enescu, eine rumänische Rhapsodie. Dann gibt es ein Paganini-Violinkonzert und zum Abschluss das Goldene Spinnrad, eine sinfonische Dichtung von Antonín Dvořák. Und ist das wirklich so, dass hier auch Kinder zum Beispiel kommen, dass Sie irgendwas auch Führungen mit Kindern machen? Wir haben sehr viele Programme auch mit Kindern. Wir haben sehr viele Programme mit Kindern, wo wir natürlich zum Beispiel Peter und der Wolf spielen. Und da sind die jungen Kinder immer sehr involviert. Manche dürfen sogar ans Pult treten und ein bisschen probieren, wie das ist, zu dirigieren. Wie alt ist man denn, bis wann ist man ein Kind bei Ihnen? Vielleicht 12, 13. Ach so, okay. Okay, die dürfen dann wirklich dirigieren. Und ihr spielt dann auch nach dem, was die Kinder da oben machen? Ihr guckt mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Ja gut, also ich ahne, dass ich das jetzt nicht darf, weil ich ja doch schon ein bisschen entfernt von der 12 bin. Aber darf ich Ihnen noch ein bisschen zuschauen? Das finde ich toll. Ich übergebe jetzt den Taktstock an meinen Kapellmeister Daniele Squeo, weil heute Abend nämlich mein Kapellmeister, ein junger Italiener, dirigiert. Daniele, bitteschön. Hallo, guten Tag. Hallo. Kim Fischer. Daniele Squeo. Hallo. Die sehen aber auch gut aus, die Dirigenten. Ja. Sie auch, Herr Frank, natürlich. Okay, bitte schön, ich ziehe mich einfach zurück, sag noch mal toi, toi, toi und höre ein bisschen zu, wenn ich darf. Es heißt, das Loh-Orchester sei einer der ältesten Klangkörper Deutschlands. Mit gerade mal 6 Musikern startete einst die erste eigene Hofkapelle. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren es dann deutlich mehr. Fürst Günther Friedrich Karl I. gründete eine Bläserformation. Die Militärmusik gewann an Bedeutung. Die Entwicklung war dann so, dass für das spätere Opernleben hier am Hof eine solche militärische Bläserformation nicht genügte. Man ergänzte also das Orchester mit Streichern. Und letztendlich wurde es ein Sinfonieorchester, das bis zur heutigen Zeit existiert. Bereits ab 1805 gab das Orchester regelmäßig öffentliche Konzerte im Lohwäldchen. Einst lebten hier die Gerber und aus der Rinde der Eichen gewannen sie die Gerberlohe. Daher rührt der Name Lohorchester. Zu den Open-Air-Konzerten jener Zeit kam auch der Fürst. Ihm war die Loge vorbehalten. Der Fürst hatte die Parole ausgegeben, dass seine Vorzugsmätresse einen Sonnenschirm aufspannen sollte, damit er sie also dann aus seiner Loge auch gut erkennen konnte. Und es wurde also irgendwie verbreitet und an dem Konzerttag war der Lohplatz doch relativ bestückt mit geöffneten Sonnenschirmen. Jeden Mittwoch und Sonntag spielte das Orchester im Park auf. Kostenlos für jedermann. Ab 1837 hatten die Musiker sogar ein Dach über dem Kopf. Die Lohhalle wurde zu dem Treffpunkt für die Musikliebhaber. 1973 wurde sie leider abgerissen. Das Loh-Orchester war längst über Thüringen hinaus berühmt. Die Musiker spielten anspruchsvolle Programme und so ist das auch heute noch. Gespielt wird im Achteckhaus und es dirigiert Kapellmeister Daniele Squeo aus Bella Italia. Nicht nur im Achteckhaus wird aufgespielt, auch im historischen Liebhabertheater. Auf der Bühne stehen ausschließlich Laien. Geprobt wird der Revisor.
dass ich das Vergnügen habe. Ich weiß, was Sie jetzt denken, meine Damen und Herren. Recht außergewöhnliche Moderationsposition. Haben Sie durchaus recht, aber es macht wirklich Sinn. Ich sitze bzw. liege hier nämlich in einem Souffleurkasten des schlosseigenen Liebhabertheaters. Und wenn man den Job, wie ich jetzt hier unten machen möchte, muss man nicht nur klein und ausgesprochen schlank sein. Nee, man muss auch textsicher sein, weil die Kollegen, die Schauspieler da oben, das sind alles Laien und die freuen sich vielleicht mal auf den einen oder anderen Einsatz, den man ihnen geben kann. Ich bitte Sie, gnädige Frau, für mich ist es noch ein viel größeres Vergnügen. Ach, ich wage gar nicht, diese Worte auf mich zu beziehen. Jetzt ist mein Text weg. Wie könnte das sein? Sie sagen das doch nur, um uns ein Kompliment. Ach, das sagen Sie doch nur, um uns ein Kompliment zu machen. Ich bitte ergebens Platz zu nehmen. Ist das nicht ein zauberhaftes, kleines Theater? Gerade mal 80 Zuschauer haben hier Platz. Einst hat sich Fürstin Mathilde diesen Raum einrichten lassen und bis heute, wie wir ja gerade gesehen haben, wird dieser hier bespielt. Und ganz wichtig ist dabei er, Benno Busch. Wir haben ihn gerade eben auf der Bühne gesehen, Benno, aber Sie haben hier auch viel für dieses Theater getan, sprich auch für die Bühne. Sie sind nämlich Restaurator. In was für einem Zustand haben Sie das Theater denn vorgefunden? In einem sehr schlechten Zustand. Es war verschmutzt, die Farben haben geblättert. Die Bühne hat, so wie sie heute zu sehen ist, gar nicht bestanden. Da gab es nur hier vorne diesen bemalten Vorhang. Das haben wir dann alles anhand von kleinen Indizien rekonstruiert. Und ich nehme mal an, euer Verein hat das einfach aufgrund des großen Herzens zur Bühne gemacht. Darf man hier alles spielen? Wir haben direkt in der Satzung verankert, dass wir historische Komödien spielen. Die müssen also irgendwo auch zeitlich in dieses Theater passen. Es wurde ja ursprünglich von höfischen Angestellten bespielt, Freunde der Mathilde, auch bürgerliche. Das war also kein öffentliches Theater, sondern ein Theater allein zum privaten Zeitvertreib. Deswegen Liebhabertheater. Entstanden ist das Theater ja durch die Fürstin Mathilde. So, eben. Und ich finde, man kann sich durchaus die Frage stellen, was wäre dieses wunderbare Schloss ohne seine starken Frauen? Also Mathilde hat eben zum Beispiel nicht nur dieses Theater etabliert, sondern auch die moderne Salonkultur. Und dann haben wir da noch Anna Luise, die letzte Fürstin der Schwarzburg-Sondershausen-Dynastie. Die war auch ihrer Zeit ganz schön voraus. Die hatte nämlich für das beginnende 20. Jahrhundert ein ziemlich neumodernes Hobby. Jene Fürstin, die selbst noch zu DDR-Zeiten auf dem Schloss residieren durfte, sie hat leidenschaftlich gern fotografiert. Und das schon als junge Frau. Mit Stativ und Leica war sie unterwegs, ganz schön emanzipiert. Sie hat schon eine Kurzhaarfrisur getragen, als das gar nicht so gewöhnlich war, und sie hat sie auch nicht geschnürt. Das sind also so ein paar Hinweise dafür, dass sie also schon sehr selbstbewusst ihren Weg gegangen ist. So, Anna-Luise, bitte lächeln. Ja, okay, mit dem Handy kann das heutzutage jeder, aber zu ihrer Zeit war das wirklich eine Kunst, Alltagsmomente auf eine Fotoplatte zu bannen. Mit 80 starb Anna Luise in ihren Wohnräumen auf Schloss Sondershausen. Wie beliebt sie beim Volk war, das zeigte sich am Tag ihrer Beisetzung, am 10. November 1951. Etwa 1600 Menschen erwiesen der Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen die letzte Ehre. Und trotz Sozialismus wurde es ein fürstlicher Abschied. Allerdings ohne goldene Kutsche. Legt an, vor! Quer ab! Das Ende der Monarchie war nicht das Ende des Schlosses, aber das Ende des Füsilierbataillons. Herr Feldwebel, lassen Sie das Bataillon abtreten. Zu Befehl. Füsilierer, Achtung! Das Gewehr, über! Im Ordinärschritt, vorwärts, Marsch! Und so ziehen Sie dahin. Mich zieht's auch weiter nach Schloss Wernigerode. Sie wissen, das ist das Schloss mit der wunderbarsten Aussicht auf die bunte Stadt im Harz.